Hi ho, ne? Und willkommen zurück hier bei Monster Hunter 3 Ultimate für die Nintendo Wii U. Ja, beim letzten Mal, da haben wir noch unser Schwertchen hier bauen können, beziehungsweise das letzte Knacktor haben wir abgeschlachtet, um dieses Schwertchen hier zu kriegen. Jetzt habe ich euch ja gefragt, wie wir denn hier weiter vorangehen wollen. Und, ja, die Meinungen gingen halt ziemlich auseinander. Einige haben gesagt, Online-Aufnahme. Andere wollten wiederum, die Playthroughs hier sehen. Und, ja, im Endeffekt ist es wieder mir überlassen. Ich werde es jetzt diesmal so machen, dass ich euch hier auf jeden Fall die Playthroughs jetzt erstmal zeigen werde, wie das Ganze dann so aussieht. Und ihr dann entscheiden könnt, ob ihr sowas wirklich sehen wollt. Oder doch lieber was anderes. Was die Online-Aufnahmen betrifft, die würde ich gerne noch ein bisschen nach hinten schieben. Denn es macht mir zwar auch großen Spaß, genauso wie euch. Ihr habt ja viel mehr Spaß daran, denke ich mal, wenn ihr da noch mitmachen könnt. Ich natürlich habe auch mehr Spaß daran, natürlich das Ganze mit euch zusammen dann zu machen in der Online-Halle. Aber ich möchte bei den Offline-Quests erstmal ein bisschen aufholen, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit online machen, der eine oder andere weiß ja, es ist ja auch kein Geheimnis, aber dadurch, dass ja die Leute, die hier mitspielen, ja überwiegend schon besseres Equip und so haben als ich, gehen die Quests ziemlich schnell vorbei. Das heißt, mein Charakter wird in dem Sinne dann ziemlich hoch gepusht. So gesehen, ich bekomme dann Teile von Monstern, die ich hier offline niemals hätte bekommen können, weil ich die noch gar nicht hier bekämpft habe. Und damit würde das den Spielstand so ein bisschen verfälschen, weil ich dann nachher, wenn ich die nächsten Monster hier mache, nicht mehr mit wirklichem Equip gegen die antrete, welches man noch offline bekommt, sondern eigentlich schon mit Equip, welches man halt aus Online, aus den Online-Sessions bezogen hat, welches aber eigentlich beim normalen Durchspielen offline nicht möglich wäre. Deswegen möchte ich da immer so ein bisschen, wie soll man sagen, auf dem gleichen Stand bleiben. Und da bei den Online-Quests es ja sowieso mal ziemlich fix geht, da alles zu erledigen, also noch zumindest, weil wir ja momentan nur im High-Rank-Bereich sind. Und wie ihr ja wisst, seid ihr dann, die da mitspielen im G-Bereich und habt dann auch G-Rüstung und G-Schwert. Und dann geht das alles halt ziemlich fix. Deswegen würden wir da in den nächsten Online-Session, denke ich mal, ziemlich abräumen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Monster zu sehen war. Welches jetzt hier dringende war. Ich glaube schon Brachydios, ne? So wie wir jetzt hier als dringende haben. Glaube ich, war es online auch schon so. Ne, hier war es gerade mal nur ein Rathalos. Nicht mal ein Brachydios, seht ihr mal. Deswegen würde ich da gerne noch mal ein bisschen warten, wenn es in Ordnung ist. Ja, und dann noch mal für die, die sich vielleicht gewundert haben, warum jetzt die letzten zwei Tage keine Folge kam. Das habe ich absichtlich gemacht, weil ich warten wollte, was ihr hier so schreibt. Also, ich habe ja euch die Frage gestellt, wollen wir erst, also was wollen wir jetzt halt machen, ne? Lieber, hier weiter die Quests machen, ein bisschen Mogawald rumdümpeln oder halt die Playthroughs. Und, ja, da das halt alles so ein bisschen unterschiedlich war, habe ich halt ein bisschen gewartet. Weil ich mir dachte, vielleicht kommen da noch andere, die dann einen Kommentar schreiben und das wird dann ein bisschen vereinheitlicht, also dass da ein bisschen Mehrheit entsteht, aber im Endeffekt war es alles immer noch gleich auf. Deswegen jetzt hier nach zweitägiger Pause machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich habe mich jetzt halt kurzfristig dafür entschieden, die Playthroughs hier anzufangen, um euch mal zu zeigen, wie ihr euch das Ganze vorstellen könnt, für diejenigen, die es halt nicht wissen, was man hier so machen kann, wie man das Ganze macht. Zeige ich das jetzt. Grob gesagt besteht halt hier das Ziel, einfach nur bei Ratian ihren Schwanz die ganze Zeit zu behaken, bis er abfällt. Also bis man ihn abgeschlagen hat. Dann zerlegen wir den Schweif, das heißt also wir nehmen ihn aus.
Und wenn dann eine Platte oder ein Rubin drin ist, was wir ja beides benötigen, ist egal, welches wir dann kriegen. Eins von beiden würde uns schon reichen. Dann lassen wir uns dreimal hier exekutieren. Bedeutet also, Ratian darf sich nach Herzenslust austoben. Und uns töten dreimal. Somit ist die Quest dann nämlich fehlgeschlagen und wir haben diese Platte oder den Rubin dann trotzdem auch in unserer Tasche. Geht halt am schnellsten so. Oder wenn halt nichts von den Materialien drin ist, gehen wir hier über das Optionsmenü auf Quest abbrechen und beginnen diese Quest dann von vorne. Und das Ganze geht dann halt so lange, bis man halt die gewünschten Teile hat. Deswegen war ich mir unsicher, ob ihr sowas wirklich sehen wollt. Ich habe jetzt überlegt, ob man das nicht eventuell sonst so machen könnte, dass man vielleicht, was ich auch beim Angeln schon mal gemacht habe, wie ihr euch ja wahrscheinlich noch erinnern könnt, in einer der ersten Folgen, da habe ich ja gespult. Da habe ich überlegt, ob man nicht vielleicht auch dann so vorspulen kann bei den Playruns. Problem ist nur dann, dass das für mich ein wenig doppelte Arbeit wäre. Da ich nach diesem Spulen das Ganze hier nochmal erneut kommentieren müsste, denn wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, wenn das Video gespult ist, läuft es schneller ab. Und mein Commentary würde dann nicht mehr eins zu eins auf die Situation hier passen. Da ja, wie gesagt, das Video sich ja dann viel, viel schneller abspielt. Was weiß ich, Ratian, macht in der fünften Minute diesen Salto, vergiftet mich und dann ist es in dem Spulvideo schon nach der ersten Minute passiert oder so, wenn man jetzt fünffache Geschwindigkeit beispielsweise spult. Und dann sage ich auf einmal in der fünften Minute, boah, jetzt wurde ich vom Gift getroffen und dabei ist das gar nicht passiert und ja, bla. Geht halt nicht so gut, ne? Ja, dann wurde ich noch höflich darauf hingewiesen in Facebook, über eine private Nachricht, dass ich bei Raten immer der sage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich wirklich da mal versprochen habe, aber eigentlich versuche ich dieses tunlichst zu vermeiden, da ich weiß und mir total bewusst ist, dass Ratian ein Weibchen ist. Ein weibliches Wyvern und eigentlich die Ratian ist. Aber ich sage manchmal, und das kann ich hier bestätigen, weil das weiß ich hundertprozentig, das Ratian. Das halt im Sinne vom Sächlichen. Weil es halt ein Monster ist, das Monster. Ich sag auch das Rathalos. Obwohl ich sagen müsste, der Rathalos. Aber ich finde einfach bei den Wyvern diesen Artikel für männlich-weiblich dranhängen ist total blöd. Denn Rathalos und Rathian sind die einzigen Wyvern, die hier wirklich so gesehen ja, unterschieden worden vom Geschlecht her. Aknaktor zum Beispiel, was soll ich denn da sagen? Der Aknaktor? Ne, was ist, wenn es weiblich ist? Dann muss ich sagen, die Aknaktor. Deswegen sage ich immer, das Aknaktor. Verallgemeinere das halt im sächlichen Bereich. Was im Grunde ja ein Monster ist. Das Monster, deswegen sage ich auch dann das Rathalos und das Rathian. Und da braucht ihr mich halt nicht korrigieren. Ich weiß auch unter anderem, dass jetzt wahrscheinlich gleich hier Kommentare geben könnte. Wo die sagen, nein, Rathalos und Rathian sind nicht die einzigen, die deklariert sind in männlich und weiblich. Da gibt es doch auch noch das Diablos und das schwarze Diablos. Ja, ich weiß, dass das schwarze Diablos das Weibchen sein soll. Ist mir auch bewusst, aber boah, da müsste ich ja bei Diablos richtig aufpassen, wenn ich dann gegen das Schwarze kämpfe, dass ich sage, die Diablos. Wenn ich gegen das normale kämpfen, der Diablos. Und das ist mir alles leider, sorry. Viel zu umständlich. Deswegen betitel ich alle Monster mit das. Beziehungsweise, wenn Capcom später nochmal so eine Lust und Laune kriegt, ne, bei Diablos war es nämlich am Anfang ja auch so. Diablos gab es in den ersten Spielen nur als normales, also nicht als schwarz gefärbt, sondern es gab nur normales Diablos, noch kein schwarzes. Und da war es halt auch nicht deklariert, ob es männlich oder weiblich ist. Das Schwarze kam erst später hinzu, als sie sich entschieden haben, die Monster mal in anderer Farbe hier zu präsentieren. Und das bedeutet also, wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, das Aknackt oder beziehungsweise der Aknacktor und später kommt raus, jo, wir machen jetzt ein
türkises Aknaktor, das ist das männliche, und das normale Aknaktor ist das weibliche, dann ist das ja auch schon wieder verfälscht. Dann habe ich ja der Aknaktor gesagt, obwohl das die ganze die Aknaktor war, weil irgendwann eine Subspezies außer dem Gletscher-Aknaktor entstanden ist, wo auf einmal deklariert wurde, dass das Monster jetzt der männliche Part ist und das normale das weibliche. Deswegen, nope, Sir, ich sag die ganze Zeit, das müsst ihr euch halt mit abfinden. Könnt ihr mich auch 500 Mal korrigieren, ist mir egal. Ich bleib dabei, so. Weil ich find's dann auch nicht falsch. So, jetzt machen wir hier weiter. Ja, wie gesagt, ne, Blade Run, jetzt bin ich erstmal damit ein bisschen beschäftigt, Ratians Schweif mehrmals zu treffen. Wie man sieht, es geht voll leicht. So, ich hätte auch die Quest im Übrigen nehmen können mit Ratian und Barot. Das wäre genauso gut gegangen, weil es ja wirklich nur darum geht, den Schweif da abzuschlagen, aber das habe ich mal nicht gemacht. Da ich gerade nicht weiß, kommen die Monster nacheinander oder waren die dann wirklich gleichzeitig da? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Außerdem ist hier der Trick möglich, wie zum Beispiel ja, das, was ich hier gerade mache. Ratian ist nämlich, was diese Wyvern-Eier betrifft, sehr empfindlich, weil das sind laut dem Wiki und so sollen das wohl ihre Eier sein, die sie gelegt hat. Und wenn man die hier sammelt und ganz lange, beziehungsweise ein bisschen länger, nicht ganz lange, manchmal dauert es auch gar nicht so lange, hier verweilt mit dem Ei, werdet ihr gleich sehen, wird Ratian von Gebiet 7 aus wieder hier hochfliegen, weil sie halt den Instinkt hat, ihre Eier beschützen zu wollen. Das ist ja klar. Halt der mütterliche Instinkt, ne, kennt man ja. Haben eure Mütter vielleicht auch so ein bisschen, dass wenn ihr in Gefahr seid, liebe Kinder, dann wird eure Mutter euch auch da rausholen, ne? Ja, deswegen auf jeden Fall eignet sich dieses Gebiet dann halt am besten dafür, weil man halt Ratian jedes Mal, wenn sie wegläuft, hier hinlocken kann. Mit diesem Trick. Guck mal, jetzt steht es rum, ne? Und ich bin voll gut. Und treffe nicht einmal. Ist das nicht toll? Das zeugt doch voll von Können. Vom Wegen hier, Martox ist voll gut. Da sieht man mal, wie gut ich wirklich bin. Ja, voll den Kopf zerborsten. Ja, jetzt machst du wieder die Rolle. Das ist super. Wumm, wumm. So, die Waffe wurde sich ja hier eh gewünscht, dass wir mit der mal ein bisschen öfters kämpfen. Jetzt bei den Plate Runs kann ich auch gleich diesen Wunsch erfüllen, weil wir die definitiv hier brauchen. Weil sie ja, wie gesagt, auch Ratians Schwäche ist. Donnerelement. So, und gucken wir mal nach. Zack, zack. Jetzt haben wir da eine Schuppe, brauchen wir nicht. Tschüss. Ich bin weg. Hasta la vista, Ratian. Am besten, ich mache das wirklich so bei den Monstern, dann kann mich keiner so wirklich, ja, anblahen oder anmeckern. Ich sag einfach ohne Artikel die Namen. Wir machen jetzt Ratian. Wir machen jetzt Ratalos. Mal sehen, wie wir Ratian, mal sehen, wie wir Ratalos besiegen können. Ganz einfach. Ist halt wie ein Vorname, ne? Man sagt ja auch nicht beispielsweise jetzt bei mir, ja, was macht denn? Na gut, es gibt wirklich, also ältere Leute sagen das schon, dass sie Artikel vor deinem Namen setzen und sagen, ja, was macht denn der Thomas? Ja, nee, nicht der. Reicht auch ohne der, ne? Deswegen, ich mach das einfach so jetzt ab sofort.
haben die ganzen Meckerer halt Pech gehabt. So, da hat mir die Giga-Glückskatze ja mal überhaupt nichts gebracht, die ich mir hier gerade angefressen habe. Natürlich haben wir die jetzt nicht mehr. Ich kann ja mal gucken, ob ein anderes Gericht... Und hier ist die Glückskatze mit drin. Nehmen wir die halt. Jo, wie gesagt, Plate-Runs sind jetzt nicht besonders spannend. Was man machen kann, um die so ein bisschen besser kontrollieren zu können, die Plate-Runs. Das wäre eigentlich jetzt mal so gar keine schlechte Idee. Beispielsweise... Na, wo ist es? Wo ist der Donnerkäfer? Da waren sie doch. So, man kann halt hier so diverse Hilfsmittelchen, ne, die ich gerade genommen habe, mitnehmen auf Quest. Und dann geht das Ganze ein bisschen fixer. So, und dann geht wieder die ganze Chose von vorne los. Zack, Quest. Und für die Eismeute war es nicht. Das war hier, ne? Mission des Kaufmanns, genau. Zack. Und wieder rein. Ja, wie gesagt, wenn ihr das Ganze lieber gespult haben wollt, müsste ich halt gucken, wie ich das mache. Ich glaube, dann nehme ich halt das Ganze wirklich so am Stück auf. Und, werde die Videos dann hinterher verschnellern und dann nochmal hinterher nachkommentieren. Problem nur an der Sache ist dann... dass ihr wahrscheinlich dann ein paar Tage dann immer dazwischen, oder beziehungsweise jetzt, wenn ihr jetzt unter den Kommentaren schreiben würdet, ja, macht das so, kann es passieren, dass jetzt auch wieder 2 Tage der Monster Hunter auf dem Kanal flach fällt, also beziehungsweise ausfällt in dem Sinne, weil ich das ja vorbereiten muss. Ich muss ja irgendwie die Aufnahme machen, dann habe ich keine Ahnung, wie lange das dauert. Weil ich weiß ja nicht, wenn sofort irgendwie es passiert, dass ich die Platte und den Rubin kriege, dann will ich natürlich nur so weit spulen, dass ich das Ganze vielleicht eine 20-Minuten-Folge reinkriege. Aber wenn das richtig lange dauert und das mehrere gespulte Folgen werden, dann, ne, was beispielsweise, ich nehme jetzt 2 Stunden oder so auf, ne, am Stück. Dann ist es ja klar, dass wenn ich nachher, das dann verstellere in 20-Minuten-Parts, ist erstmal die Zeit verloren der Aufnahme. Diese 2 Stunden, die ich dann halt da aufgenommen habe, sind dann schon mal weg. Anschließend schneide ich das dann zurecht. Und dann muss ich das Ganze ja nochmal, je nachdem ich das in 20 Minuten bespule, muss ich das Ganze ja dann trotzdem noch überkommentieren. Das heißt dann nochmal 20 Minuten mehr Arbeit. Und das würde ich dann wahrscheinlich erst auf zum nächsten Tag schieben, dass ich das dann erst überkommentiere am nächsten Tag. Das muss ich dann sehen. Das müsst ihr jetzt entscheiden. Wollt ihr wirklich in dieser Normalgeschwindigkeit hier sehen, wie ich diese Plate Runs mache oder eher nicht so, eher gespult? Natürlich könnte ich das Ganze auch ganz anders machen, aber ich bin nicht so ein großer Fan davon, weil ich dann immer Angst habe, dass mir... also nicht Angst, aber ich habe halt Befürchtungen, dass das Ganze dann hier für viele verfälscht aussehen könnte. Und zwar könnte ich das Ganze auch offscreen machen. Ich könnte offscreen hier die Plate Runs weiterführen. Und euch dann in der nächsten Folge zeigen, dass ich jetzt eine Platte und einen Rubin gekriegt habe. Weil dann habe ich wieder die Befürchtung, dass die Leute denken, ich habe in der Zeit, wo das offscreen ist, noch andere Materialien gesammelt, noch was anderes gemacht. 5 Millionen Rüstung gebaut und so. Oder irgendwas verbessert, was ich zuvor noch nicht verbessert hatte. Und deswegen lasse ich das lieber. So. Ja, natürlich. Wieso haben wir die erste Falle verbraten? Da Ratian gerade fliegt, was ich super finde, machen wir das. Was nicht funktioniert hat, weil sie gerade einfach mal zur Seite geguckt hat. Eigentlich wollte ich das die
Flashbombs dafür nutzen. Jetzt. Dass sie halt so hinfällt, so abstürzt und nicht hier weiter auf den Schweif hauen kann. Was ich übrigens sehr erstaunlich finde, weil wir vorhin über Ratian geredet haben, ne? Da mir einer gesagt hat, ich sage immer der Ratian und so. Derjenige hat mir dann wirklich über Facebook einen kompletten Text geschickt, wo dann halt so ein bisschen Ökologiezeugs über Ratian drinsteht, was sie macht und so, wie sie jagt. Und dass es halt weiblicher Wyvern ist, da wurde sie mir die ganze Zeit mit die Ratian angesprochen. Und. Da habe ich mich nochmal belesen über das Monster Hunter Wiki, über die Ökologie. Und da steht tatsächlich drin, was mich irgendwie irritiert, weil es war damals anders beschrieben in der PS2-Version. Finde ich mal interessant, wie sich die Monster so entwickeln, sag ich mal. Da stand damals tatsächlich drin, dass Rathalos eigentlich derjenige ist, der in der Luft jagt. Und so gesehen Beute aus der Luft, also von der Luft aus jagt, Beute sich so gesehen auf die Beute herabstürzt und etc. etc. Ratian hat das Gift in ihren Schweifstacheln und Rathalos hat sein Gift, sag ich jetzt mal so, in den Krallen, in den Füßchen, ne, so gesehen. Und da stand halt drin, dass Rathalos, ne, von der Luft aus jagt und Ratian eigentlich von Land aus. Und deswegen gab es auch eine Quest damals auf der PS2-Version, die hieß Zu Land und zu Luft. Weil Ratian eigentlich dafür bekannt war, dass sie Landjägerin ist. So, jetzt steht da aber drin in dem Wiki ja, dass Rathalos halt, ne, meist, beziehungsweise dass Rathalos dafür zuständig ist, aus der Luft zu jagen und Ratians Jagdgebiet eigentlich weiträumig ist. Also sie kann beides in dem Sinne und damit ihr mal ein bisschen Ökologie hier auch habt, ne? Rathalos verlässt Ratian, nachdem sie ja ihre Eier gelegt hat, so kann man es halt sagen. Da kümmert sich Rathalos nicht mehr um die Kinder und so drum. Sowas an dieser Vater. Kann man ja so sagen. Und was haben wir hier drin? Eine Schruppe Plus schon wieder und tschüss, weg bin ich. So, ja, das sind die sogenannten Plate-Runs. Ja, auf jeden Fall, Rathalos verlässt dann Ratian und Ratian muss alleine ihre Kinderchen versorgen, deswegen kann sie halt beidräumig jagen, zu Land und zu Luft, weil sie ja den Rest, ne, selber, ja, machen muss, so gesehen. Aber könnt ihr euch alles selbst angucken auf dem Wikia. Es gibt auch ein deutsches Wikia. Ich kann es ja sonst unter dieser Folge nochmal verlinken. Da könnt ihr euch die Ökologie von Ratian mal durchlesen. Ist ganz interessant, wie sich die Entwickler das so vorgestellt haben. Und ja, wie das Ganze hier so aussieht, ne? Gut, das war dann der Plate Run Nummer 1. Ihr habt jetzt wieder die Entscheidung, ob wir das wirklich so fortführen wollen oder gespult fortführen wollen. Ich habe da keine Ahnung, wenn ihr das gerne sehen wollt, dass ich jetzt, was weiß ich, 10 Folgen damit verbringe, nur die ganze Zeit den Schweif da abzuhauen. Können wir das gerne tun, aber ne, seid bedacht, das wird ziemlich eintönig. Na gut, ihr habt die Wahl, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal hier bei Monster Hunter 3 Ultimate. Bis dann. Tschüdelühü.